Das weiße Licht. 18. Mai 2000, ein Nachmittag. Eine Stimme sagte: Entschuldigung, Frau Albers, ich muss Sie das als erstes fragen. Sie hatten 9-Minuten-Nulllinie auf meinem Monitor. Haben Sie auf der anderen Seite ein weißes Licht gesehen? Ich verstand nicht. Ich lag in meinem Arbeitszimmer auf dem Teppichboden. 10 Augen blickten mich an. Neben mir kniete ein Notarzt, um mich herum standen 3 Sanitäter und mein damaliger Ehemann. Eine spontane Idee blitzte in mir zur Beantwortung der Frage auf. Das werde ich dir nie erzählen. Wer das nicht erlebt hat, darf auch die Antwort nicht erfahren. Doch was war passiert? Der Notarzt klärte mich auf. Sie hatten einen großen epileptischen Anfall. Dabei hörte ihr Herz aufzuschlagen. Ich musste sie mit dem Defibrillator wiederbeleben. Sie haben uns einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Wir dachten, sie würden sterben. Doch glücklicherweise sind sie ja wieder da. 1 Million Gedanken schossen mir durch den Kopf. Ich hatte es also geschafft. Wer, wie und von wo hatte den Notarzt alarmiert? Warum ist mein damaliger Ehemann plötzlich da? Viele philosophische und theologische Gedanken bewegten mich. Mein Gehirn spülte mir die Möglichkeiten im 1000stel-Sekundentakt durch die Nervenbahnen. Und dann war ja noch seine Frage. Was sollte ich ihm nur antworten? Unhöflich wollte ich auch nicht sein. Schließlich hatte er mir das Leben gerettet. Aber verraten kam nicht in Frage. Also konzentrierte ich mich zunächst auf meine Antwort und sagte: Das möchte ich Ihnen nicht sagen, das bleibt mein Geheimnis. Etwas zerknirscht erhob er sich. Er hätte schon gern etwas mehr von mir erfahren. Das merkte ich ihm ganz deutlich an. Nun erholen Sie sich erstmal. Kommen Sie in Ruhe wieder zu sich, sagte der Notarzt. Wir packen dann alles zusammen. Nachdem er noch meinen weiteren gesamten Gesundheitszustand überprüft hatte, merkte er an: Eigentlich würden wir Sie jetzt mit ins Krankenhaus nehmen. Ich überlegte kurz und antwortete: Nein, bitte nicht, ich möchte hier bleiben. Ich musste noch das übliche Formular gegen ärztlichen Rat unterzeichnen und nach einigem Hin und Her sind sie dann gegangen. Mein damaliger Ehemann tröstete mich und zeigte mir seine Zuneigung. Irgendwie mussten wir uns erst einmal sortieren. Was war geschehen? Nichts anderes, als dass ich bei einem epileptischen Anfall im Vorjahr nach 5 Minuten Nulllinie bei einem anderen Notarzt mit dem Defibrillator wieder da war, und auch nichts anderes, als ich noch ein weiteres zurückliegendes Jahr nach nur 3 Minuten Defibrillator wieder da war. Nein, so war es an diesem Tag nicht. Ich fühlte tief in mir, dass es dieses Mal anders war. Ich konnte es nur nicht beschreiben. Was ich genau wusste, war, dass es haarscharf gerade noch mal so geklappt hatte. Und dann war da dieses unglaubliche Gefühl der Dankbarkeit Gott gegenüber. Irgendetwas wird er wohl noch mit mir vorhaben, sonst wäre ich nicht mehr da. In meinem Gehirn ratterte es unbewegt. Mein gesamtes bisheriges Leben durchdachte ich im Schnelldurchlauf. Sogar alle vergangenen epileptischen Anfälle hatte ich genau vor Augen. Alle philosophischen und theologischen Möglichkeiten, die ich bis dato kannte und mir herleiten konnte, verglich ich mit diesem Nahtoderlebnis. Schon nach wenigen Tagen Denkerei gab ich auf. Was auch immer, wo und wie auch immer gewesen sein mag und kommen würde, ich bekam es nicht zusammengedacht. Es war so unglaublich kompliziert. Ich musste einfach, wie sagt man, abwarten und Kaffee trinken. Darin lag aber nun in keinem Fall meine Stärke. Ich war und bin die Ungeduld in Person. Seit diesen 9 Minuten Nulllinie am 18. Mai 2000 schlitterte ich in allen folgenden Jahren von einem hochkarätigen, persönlichen und gesundheitlichen Großereignis ins nächste. Mir blieb die Spucke weg. Alles Schöne, aber auch Schlimme, was man sich vorstellen konnte, war und ist dabei. Und kaum hatte ich mich von dem einen erholt, ging es mit dem nächsten weiter. Während dieser ganzen Zeit überlegte ich ständig: Wie konnte das nur wieder geschehen? Warum ich? Was kommt noch? Woher habe ich die Kraft? Wer schickt mir die vielen Ideen für meine Homepage? Und so weiter. Auf viele dieser Fragen erhielt ich im Laufe der langen Jahre tatsächlich eine Antwort. Allerdings erhielt ich sie nicht im typischen Zwiegespräch mit anderen Menschen, sondern ich las sehr viele Bücher aus dem psychologischen, philosophischen und spirituellen Bereich und zog daraus meine Schlüsse. Seit meiner frühen Jugend war ich im evangelischen Christentum beheimatet. Man könnte über mich sagen: Ja, diese Person ist sehr religiös.
Aber zu glauben bedeutet für mich nicht, alle Regeln und Dogmen und Thesen, die ich bis dato kannte, sang- und klanglos zu befolgen. Glauben bedeutet für mich auch immer zu fragen, zu überprüfen und sich weiterzuentwickeln. Da es angesichts meiner vielen existenziellen Erlebnisse nun aber nicht um Kleinigkeiten ging, stand mein Gottesbild Kopf. Ich stellte im Laufe vieler Überlegungen meinen gesamten Glauben auf den Prüfstein. Der Gott, an den ich glaube und den ich mir vorstelle, muss immer auch ein Gott sein, der über den indigenen Bewohner des südamerikanischen Regenwaldes, der noch niemals von unserer Zivilisation gehört hat und von ihr beeinflusst wurde, wacht und beschützt. Alles, was für mich gilt, das gilt auch für diesen Indianer. Und damit bin ich noch lange nicht bei Jesus Christus und dem Neuen Testament. Aber nicht nur das. Es muss ein Gott sein, der nicht nur wacht und beschützt, sondern es ist ein Gott, den ich mir auch im Tier und in der Pflanze vorstellen kann. Ich möchte dazu ein prägnantes Beispiel heranführen. Genau einen Tag, nachdem meine Mutter zu Hause gestorben war, waren alle Pflanzen auf der großen Fensterbank im Wohnzimmer eingegangen. Es braucht niemand zu mir kommen, der mir erzählt, dass Pflanzen keine Gefühle hätten. Wenn schon ich etwas Göttliches in mir fühle, dann gilt es für alles, was es um mich herum gibt. In jedem kleinsten und größten Teilchen in unserem Kosmos ist etwas Göttliches. Die Größe dieses Gottes in uns lässt sich daran ermessen, wie sehr wir, im besten Fall, nur durch Liebe geleitet handeln. Gott ist die Liebe. In allen Religionen und philosophischen oder ethischen Betrachtungen der Welt gibt es eine mehr oder weniger gleichlautende Formel für ein gelingendes Miteinander. Man nennt sie die goldene Regeln. Den Kindern sagt man, behandle jeden anderen Menschen, wie du selbst behandelt werden möchtest. Abgekürzt und gereimt, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. So einfach dieser Satz klingt, so schwer kann im Einzelfall seine Umsetzung sein. Nun hatte ich also diesen Gott, das Göttliche, in mir erspürt. Und nicht nur das, ich fühlte ihn überall. Und es ist nicht nur ein R, es kann auch eine Sie oder ein S sein, das spielt keine Rolle. Für mich war sonnenklar, dass das neben mir auch jeder andere fühlen kann. Gott im Menschen, Gott im Tier, Gott in der Pflanze und ganz verwegen, Gott im Sand und im Stein. Wenn irgendwo ein Kind geboren wird, liegt es nur an seiner Sozialisation und an seinem Lebenslauf, wie viel von dieser ursprünglichen hundertprozentigen Göttlichkeit übrig bleibt. Was lasse ich diesem Kind angedeihen, damit es sich bestmöglich entwickelt? Das ist die Frage, die zu jeder Zeit und zu jeder Gesellschaft immer wieder geprüft und beantwortet werden muss. Das unschuldige Kind, und ich gehe weiter, das unschuldige Küken, das unschuldige Ferkel. Klar rede ich idealisiert, aber es ist mir egal, wir müssen immer wieder prüfen, wie weit wir als Menschen in unserer Allmacht gehen wollen. Wie alt ist der Kosmos? Wie alt ist allein unser Planet und wie lange gibt es uns als Menschheit? Ich spreche in diesem Text nur für meine Verantwortung für mich und mein Umfeld. Alles, was ich tue, verantworte ich auch vor dem göttlichen Anteil in mir. Da ist nicht nur mein immer in Vormachtstellung tretendes Ego, nein, da ist auch Gott. Gott und mein Ego, ich könnte auch schreiben, gut und böse. Im letzten Umkehrschluss wäre das die Lösung. Wer wirkt am stärksten in mir? Ich muss das sogenannte Böse, das Ego, nicht erst im Außen suchen. In meinem gesamten Leben habe ich es oft genug gefüttert. Es gab Zeiten, da war es riesig groß in mir. Ich will nicht darauf hinaus, mein Ego in Zukunft klein zu halten oder wie die Buddhisten es nennen, allen Anhaftungen zu entsagen, um ins Nirvana einzugehen. Ich bin ein Mensch mit positiven und negativen Zügen in und an mir, wie alle anderen auch. Ich habe eine sehr lange Zeit viel Kraft und Nervenstärke gebraucht, zu diesen hier beschriebenen Erkenntnissen zu gelangen. Für mich persönlich stelle ich fest, dass nicht nur ich in dem Sinne erleuchtet bin, sondern alle anderen Menschen, Tiere und Pflanzen es ebenso sind. Erleuchtet zu sein oder sich göttlich zu fühlen, ist nichts Besonderes, sondern es wurde uns allen in die Wiege gelegt. Das Besondere ist nur, sich selbst zu erkennen und diese unglaubliche und unendliche Glückseligkeit tatsächlich zu fühlen. Und um noch einmal auf das weiße Licht zurückzukommen. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern und ich konnte mich auch damals nicht daran erinnern, überhaupt etwas gesehen zu haben. Was ich allerdings kann, ist mich an einen Koma-Zustand im Jahre 2009 zu erinnern,
der mich mindestens drei, ich schreibe mal vage, vergangene Leben, deren Bilder ich auch heute noch genau vor Augen habe, durchschreiten und erleben ließ. Ende. Text: Susanne Albers, 2019.